Herzlich willkommen zu neuen Video, Thema Mercedes S123, unser 32 Kompressorumbau. Im letzten Video habt ihr gesehen, dass wir den Motor aus dem CLK ausgebaut haben und in unsere S123 Karosserie verfrachtet haben. Wir haben dann für unseren K-Samstag das Auto so weit vorbereitet, dass es so wie jetzt hier steht. Das Lustige ist, die Luftfilterkiste ist aus dem W208. Das ist alles erstmal alles so zusammengesteckt und sitzt an perfekter Position, oder was sagt ihr? Ja. Also ich würde gar nicht drüber nachdenken, die Luftfilter zu ändern. Oder haben wir vom Raphael gesprochen, dieses Evo-Rohr. Wir müssen das mal einblenden bei Rafa aus dem Video. Da gibt es so ein, ich glaube, das nennt sich Evo-Motor. Da ist das ein bisschen anders. Da läuft hier vorne so ein schwarzes Rohr lang. Weil die Luftfilterkiste nicht bei einem 100, bei einem W201 passt. Bei uns ist das geil. Noch lustiger wird's. Das ist der originale Wasserkühler von dem 123er. Den haben wir in seine originale Stelle gemacht. Und der Schlauch, Micha, sieht das aus, ob das schon immer so war? Der Schlauch ist ja so gebogen. Der ist, das ist ein Formschlauch. Also der Schlauch ist so geformt. Ah, okay. Und guck mal, als ob das hierfür gemacht ist. Ne? Mhm. Eigentlich hat dieser Schlauch nicht hier oben gesessen, sondern dieser Schlauch hat hier drauf gesessen, auf dem Anschluss, und ist dann runter zum CLK-Wasserkühler gegangen. Brauchen wir aber nicht. Also, ersten Schlauch haben wir auch erledigt. Jetzt kommt aber das größte Problem. Wir haben ja hier einen Aufladungsmotor, nenne ich es mal. Also ein Motor, der mit Aufladung funktioniert. Das heißt, mittels Kompressor. Was brauchen wir da, Micha? Luft. Ja, Luft kriegen wir, haben wir hier genug. Hast du auch Luft? Habt ihr Luft hier? Also, wenn wir Luft verdichten, erwärmt sie sich. Ah, okay. Und was brauchen wir dann? Kühlung. Richtig. So, Ladeluftkühler liegen hier. Wo würdest du den Ladeluftkühler hinsetzen? Sollen wir so wie Fast and Furious machen? Guck mal. Am besten in so, Richtung... Dass wir den so jetzt hier direkt drunter machen? Nee, Marco. Nein? Der braucht auf jeden Fall... Aber der bei, muss angeströmt werden. Aber bei manchen japanischen Autos ist das doch so. Ja, ich glaube, da sieht das auch optisch geil aus. Ne? Hier nicht? Nee, ich glaube, hier wird das nicht passen. Gut bemerkt. Wo würden wir den... Wenn du jetzt einen Ladeluftkühler... Du hast ja jetzt hier ein paar Muster liegen. Wo würdest du den Ladeluftkühler hinsetzen, wenn du jetzt was zu sagen hättest? Weiter vorne, desto besser, ne? Genau. Würdest du ihn vor diese Sachen setzen, dass du ihn von außen siehst? Nee. Siehst du? Genau, das wollen wir nämlich auch nicht. Guck mal. Und der Kühler sitzt an seinem Ort, wo er hin muss. Hier hinter sitzt noch der Viskolüfter. Und hier ist natürlich nicht so viel Platz. Guck mal hier. Hier bietet sich doch an, einen Ladeluftkühler vorzusetzen. Ja. Ne? Ja. Jetzt haben wir ein paar Ladeluftkühler da. Das ist zum Beispiel so Universal-Ladeluftkühler. Grüße an Phil gehen raus. Den hätten wir. Dann haben wir aus irgendeinem Japan-Umbau Ladeluftkühler. Ich glaube, das ist irgendein Subaru oder irgendein Lancer, Mitsubishi. Ich weiß gar nicht, von was die Ladeluftkühler hier alles sind. Ich glaube, das ist irgendwie Mercedes Sprinter, könnte das da hinten sein. Und das ist, glaube ich, das ist der Original. Das ist der Original-Ladeluftkühler von unserem CLK. Und das ist ein Ladeluftkühler. Ich habe geguckt, zum Beispiel Fiat Panda Turbo, also oder Jeep Renegade. Es gibt so viele Fahrzeuge, die ja serienmäßig Turbomotoren haben. Da sind die alle Ladeluftgekühlt und die Kühler sehen alle sehr, sehr identisch aus. Mir persönlich würde es gefallen, wenn wir den Ladeluftkühler jetzt vor dem Wasserkühler setzen. Ich nehme den Wasserkühler mal zum Verständnis raus, dass ihr das besser seht. So eine Klammer. Guck, der Wasserkühler ist super schnell hier rausgebaut. So, mein Traum wäre es jetzt, Micha, den Ladeluftkühler vor dem Wasserkühler zu setzen und hinter der Stoßstange und dem Lüftungsgitter, weil dann würdest du ihn perfekt im Wind stehen haben und gleichzeitig von außen nicht sehen. Das ist das Wichtigste. Bei so einem Sleeper-Umbau sage ich das immer. Bei einem Audi 80 zum Beispiel sieht man den Ladeluftkühler auch nicht. Jetzt habe ich gedacht, das wäre der perfekte Ladeluftkühler, weil wenn der denn 1:1 da reinpassen würde, ich muss jetzt hier mal ein bisschen fummeln, und der jetzt weiter nach hinten gehen würde, guck mal von hier, hier sind ein paar Sachen im Weg, aber den könnten wir von der Fläche her so weit nach hinten setzen, dass er bis hier sitzt. Wir könnten den Wasserkühler davor stellen und müssten mit dem Schlauchanschluss hier eine Verbindung hinschaffen. Und mit dem Schlauchstück eine Verbindung hierhin schaffen. Aber Ladeluftkühler hier passt nicht.
So, und jetzt kommen das immer, man möchte so wenig wie möglich eine Karosserie beschädigen. Jetzt habe ich gestern, das ist allein eine Arbeit gewesen, 2 Stunden habe ich bestimmt gesessen. 2 Stunden habe ich vorm Rechner gesessen, habe mir alle möglichen Ladeluftkühlermaße rausgesucht, die perfekt passen könnten. 2 Stunden allein nur Recherche und habe nichts Perfektes gefunden. Wir haben jetzt einen von einem Ford Transit Connect, glaube ich, bestellt. Der hat... Oder Ford Tourneo. Von irgendeinem Ford Tourneo einbestellt, der ist noch nicht da. Der ist genauso breit, das Netzmaß, wie unser Wasserkühler. Der Wasserkühler hat ein Netzmaß von 52 cm, also 520 mm, von da nach da. Und ich möchte den Wasserkühler, jetzt können wir es ja mal zeigen, bildlich so davor stehen haben. Und wie wir sehen, wir hätten ja jetzt nach rechts und links, könnte unser Ladeluftkühler ein bisschen schmaler. Jetzt könntet ihr ja auch sagen, Mensch, nimm doch Geld in die Hand und lass dir einen bauen. Ach. Geht. Aber ist es nicht überteuer? Nee, das ist gar nicht mal so teuer. Das Problem ist halt, das dauert halt einfach auch. Und wir wollen ja auch Fortschritte machen. Zum Beispiel das Netzmaß. Kannst du uns noch mal den Kühler holen? Das Netzmaß von diesem Kühler wäre perfekt. Guck mal, das würde sehr schön davor stehen. Und jetzt müssten wir, wenn wir jetzt vorstellen, das kann man mit sicher alles machen, wir würden diese kleinen Kästen hier, also diese hier, an den Kühler machen. Mhm. Hätten wir den perfekten Kühler, würde ich sagen. Ne? Definitiv. Dann hätten wir den perfekten Ladekühler. Den gibt es aber nicht. Jetzt habe ich gestern Abend mit Patrick schon geguckt. Diese Universalkühler könnten wir ja umbauen. Aluschweißen haben wir bestimmt einen hier in der Ecke, der das macht. Und zwar würden wir das dann hier möglichst nah weit abtrennen und einen 60 mm Bogen enger Radius dran machen. Und dann können wir diesen Ladekühler, das haben wir gestern schon mal probiert. Hier müsste man ein bisschen was aussparen. Guck mal. Da würde der Ladeluftkühler schon dahin passen. Hier vorne müssten wir das Blech bearbeiten. Das siehst du von hier ganz gut. Hier müssten wir es bearbeiten, dass wir den Ladeluftkühler noch 2-3 cm nach vorne kriegen. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und dann mit den Rohrbögen müssten wir das hier natürlich auch bearbeiten. Kommen wir dorthin. Vielleicht hast du mal einmal den Wasserkühler nochmal. Technisch gesehen würde das ja jetzt schon passen. Wir müssen uns unten nur eine neue Halterung bauen und dann können wir den Wasserkühler, der ist immer noch davor und der hätte Platz. Deshalb glauben wir, dass wir diesen Ladeluftkühler verwenden werden. Da ist noch der Viskolüfter, der würde nämlich noch davor kommen und guck mal, das passt immer noch perfekt. Wir könnten rein technisch gesehen sogar den Wasserkühler noch weiter nach hinten setzen, spricht nichts gegen. Dann hätten wir hier vorne auch, wie wir jetzt sehen, noch mehr Platz am Kühler. Also ich glaube, das Thema Ladeluftkühler werden wir aus dem, was wir hier haben, irgendwas zusammenbauen bekommen. Das sind alles Sachen, die ihr jetzt, bevor ihr so einen Umbau macht, im Vorfeld schon mal Gedanken machen müsst. Und allein die Recherche, was gibt es für Ladeluftkühler? 2 Stunden Zeit. Jetzt haben wir das nächste Problem. Wir haben ja hier ein Automatikmodell gehabt. Jetzt haben wir die Schaltkulisse aus dem CLK hier ausgebaut. Das ist die Schaltkulisse aus dem CLK. Ich persönlich finde es toll, wenn wir diese verwenden könnten. Hier ist die originale Automatikkulisse. Und da sehe ich schon, die sitzt aber... Die sitzt längs, ne? Nee. Wie sitzt die drin? Du weißt das besser. Moment. So, genau. So ist. Obwohl, vielleicht kriegen wir es doch. Also was ich schon verglichen habe, diese Löcher hier vom Maß her sind gleich. Ne? Das könnte man als einen Anschraubpunkt schon verwenden. Problem ist nur, was jetzt hier ist, da endet das Loch hier schon und da ist es halt weiter außen. Okay, das wäre ja nicht das Problem. Wichtig ist, das Loch, was von unten kommt, genau, sieht ja fast identisch aus, weil das ist ja im Innenraum, das muss ja nicht nach außen. Genau. Und nur das muss nach außen. Ne? Genau, ich hab aber auch schon gesehen, diese 2 Löcher hier, ne? Also an der Stelle, wo die sitzen, sind, so wie es aussieht, genau diese 2 Schrauben. Vielleicht könnte man dann von unten ja durchgängig da 2 längere Schrauben einfach durchmachen. Richtig, ne? Weil die Platte hält nur, so wie es aussieht, die Sperre für den Rückwärtsgang ist das. Hm. Also das ist unsere Kulisse, wie die sich bewegen kann. Ja, das wäre natürlich geil. Dann haben wir das, das Problem kommt jetzt, die Ersatzteilbeschaffung. Wir haben, dadurch, dass wir hier ein Automatikmodell hatten, unten dieses Blech, sollen wir das vielleicht mal eben hochheben, das Auto? Mhm. Auto ist oben. Lappen haben wir 2 Stück, perfekt. Jetzt geht es nämlich an große Ersatzteilbeschaffung und das ist das, was uns sehr viel Zeit rauben wird. Hier ist jetzt erstmal das Blech einfach drunter geschraubt, weil die Löcher gerade zufällig 2 passten, vom CLK. Wir müssen uns jetzt aber das originale Halteblech für das Getriebe, für das originale suchen vom 123er. Dann brauchen wir die Verbindung, von hier sitzt unser Schaltpin, da unten siehst du noch das Loch, kannst du es erkennen? Da.
Da sitzt unser Schaltpin. Da müssen wir die Verbindung bringen von den Schalthebeln, also vom Schalthebel, auf unsere Schaltkulisse hier vom Getriebe. All diese Sachen haben wir ja nicht, sondern wir haben das nur einmal von dem CLK. Und damit können wir das testen. Eigentlich haben wir jetzt ganz viel Theoriestunde gerade gehabt. Und wir müssen jetzt übergehen in die Praxis. Wir müssen jetzt Teile bestellen, Teile besorgen. Eine Kardanwelle, die 10 cm länger ist, weil, wie ihr seht, ist diese zu kurz. Ja. Ich würde sagen, wir springen jetzt von dieser Kamera. Den schriftlichen Teil der Prüfung habt ihr gerade mitgemacht. Jetzt geht's in den praktischen. Die Jungs hatten gerade echt eine geile Idee und ich bin der Meinung, das sollten wir auch versuchen. Unser Ziel ist es, den originalen Ladeluftkühler von dem CLK zu verbauen. Und zwar hinter diesen Abdeckungen, hinter diesem Blech. Weil, dafür zeige ich euch gleich, müssten wir nur eine Strebe etwas einkürzen oder trennen in dem Falle. Wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Platz. Und zwar den Ladeluftkühler nachher hier hinter zu setzen. Hier diese Strebe müssen wir dafür, ich sag mal einfach cutten, entfernen und anders verlegen. Dann können wir den Ladeluftkühler nämlich von vorne hier einsetzen. Und das Krasse wäre dann, wahrscheinlich passen dann sogar die originalen Schläuche von dem CLK, weil ein Original habt ihr beim CLK hier die Stoßstange, die dann rausgeschraubt wird, also alles demontiert wird. Und in dem Falle könnten wir das nicht. Da sehen wir, der Patrick steckt jetzt mal den Schlauch da drauf. Der geht genau dann daher, wenn die Hupe weg ist. Ja, ja, warte, halt mal so. Da seht ihr das, wo der Schlauch rauskommt. Und da müssten wir mit unserem Ladeluftkühler nachher nämlich ankommen. Das wird geil. Ich glaube echt, das wird lustig. Da oben war, glaube ich, noch eine Schraube. Ja, da ist noch eine. Wenn nicht, könnten wir Kennzeichenunterlage noch abschrauben. Aber das wäre echt geil, weil wir wollen ja auch keinen, jetzt so ein, ich sag mal, so ein Ladeluftkühler, der da unten liegt, der hat natürlich eine bessere Kühlleistung, gehe ich von aus, wie dieser. Aber wir wollen ja hier auch kein Tuning machen. Also uns geht es ja darum, dass wir ein moderneres, also modernere Technik in einem Oldtimer einbauen. Und ich, so wie ich es für Raphael verstanden habe, macht der 0,4 Bar. Der Kompressor. Und wenn du da ein bisschen Tuning reingehst, machen die, glaube ich, 0,6. Dafür reicht ja allemal der Ladeluftkühler. Und ich glaube, auch mit seinen 0,4 Bar müsste dieses Auto schon sehr, sehr gut laufen. So, jetzt haben wir hier schon mal freigelegt. Was wir nicht wegmachen können, ist das hier. Genau. Das können wir nicht trennen, weil das ist die Verbindung, die von der Stoßstange oder von dem Rahmen hier nach hier geht. Die können wir nur flacher machen, dass wir mehr Platz hätten. Aber da, diese Strebe hier, die müssen wir entfernen. Also von hier oben cutten quasi und nach unten cutten. Dann ist sie vorne natürlich instabiler, weil das ist hier unser Kotflügel. Aber das lassen wir ja unten stehen. Da müssen wir von der anderen Seite dann wahrscheinlich irgendeine Strebe nachher bauen, dass sie hier wieder Halt haben. Aber hilft alles nichts, um den Platz zu schaffen und den Ladeluftkühler nicht optisch vor nach außen zu bauen, müssen wir jetzt halt ein bisschen ans Blech ran. Das hilft alles nichts. Aber ich glaube, das ist nicht verwerflich da. Nö. Ja, also machen wir jetzt mal eben Platz und gucken, ob das geklappt hat, was wir vorhaben. Junge, Junge, das flippt ja wie am Schnürchen hier. Hä? Mhm. So, wir haben uns jetzt nach langem hin und her überlegen, versucht zu entscheiden. Wir probieren es mit dem originalen Ladeluftkühler aus dem CLK. Zweite Alternative wäre der da geworden. Aber wir haben jetzt ganz überlegt, wie kriegen wir es mal? Wir wollen so wenig wie möglich Karosserie beschädigen. Wir haben jetzt hier, das habe ich mal angezeichnet, das habe ich dann passend weggeflext, was ausgeschnitten. Hier genau das gleiche, was ausgeschnitten. Es fehlt jetzt quasi hier hinten eine kleine Strebe und die vordere Strebe. Wer hat die? Diese haben wir an den Originalpunkten abgebohrt, weil wir den Ladeluftkühler eigentlich von vorne reinsetzen wollten. Übrigens gut, dass wir sie abgemacht haben. Wie ihr seht, hat da ordentlich Rost hintergesessen. So, dieses Teil sitzt nachher wieder hier. Ich lasse das jetzt hier mal so baumeln. Also das müssen wir nachher wieder anheften. Ich hänge das mal hin. Julian, nimm mal einen Ladeluftkühler rein. Sehr gerne. Den originalen Ladeluftkühler von einem CLK 208. So. Und jetzt sagt ihr ja, da sitzt das ja irgendwie, das passt doch alles gar nicht. Guck mal hier, das sieht aus, als ob das der originale Ausschnitt wäre für den Ladeluftkühler. Und das Lustige ist, der Patrick hat schon den Wasserkühler in der Hand. Den werden wir jetzt auch mal eben da reinstellen. Jetzt sitzt der Wasserkühler an seiner originalen Position und guck mal, der Ladeluftkühler sitzt, als ob das so sein muss. Hier ist eine schöne Aussparung, da ist die Aussparung, wobei wir an dieser Stelle hier, mach mal ein bisschen Licht an, dann sehen wir das, noch ein bisschen was wegnehmen können. Dann haben wir hier irgendwo, habe ich schon gesehen, Kederband. Das Ganze werden wir natürlich lackieren, versiegeln und Kederband drüber machen, wobei das hier nachher
hier ist eine Befestigung, da werden wir eine Befestigung dran schweißen, dass wir diesen Ladeluftkühler auch befestigen. Krass ist jetzt, nehmen wir den Wasserkühler wieder raus, weil da seht ihr, passt jetzt alles, als ob es so sein muss. Von vorne gesehen haben wir ja zwei so Gitter. Und auch das hier passt. Guck mal, da müssen wir nachher die Strebe hier ein bisschen einkürzen. Und dann können wir das Teil auch wieder anbringen. Wobei das auch nur eine Halterung ist. Und diese beiden Gitter, die jetzt davor sitzen, das funktioniert auch. Und der Ladeluftkühler deckt ab. Oben sitzt die Stoßstange vor. Und hier unten sitzt ja noch ein Blech, das aber überhaupt nicht eingeschränkt ist, weil das Blech läuft ja jetzt hier vorne lang. Ja, geiler geht's nicht. Und jetzt kommt noch das Allergrößte. Wir können ja jetzt noch richtig sparen. Wir haben ja den originalen Ladeluftkühlerschlauch vom CLK. Jetzt passt auf, wenn das passt, das wäre der Oberknaller. Also das passt auf jeden Fall. Ist so schießschütter. So, Originalschlauch aus dem CLK auch verbaut. Das bedeutet, auf der anderen Seite müssen wir ja hoch zur Drosselklappe. Passt das auch? Wir können unsere ganze originale Verschlauchung von dem CLK nehmen. Und das Geile ist, wir wissen, wir haben es extra vorher getestet, der Motor mit den Originalkomponenten liefert seine gewünschte Leistung. Ja, also brauchen wir hier nichts upgraden. Und wir zerstören nicht die Optik dieses 123er von vorne. Wenn wir jetzt die Haube zumachen, seht ihr von oben, hier könnte man noch das Originale, Achtung, das wäre natürlich der Oberknaller, das ist dieses Amströmblech. Wenn wir das so, das müssten wir kürzen, wenn wir das noch oben drauf machen, haben wir sogar eine Mercedes-Teilenummer drauf, dann wäre das wie original, als ob der so vom Band gelaufen ist. Wir machen jetzt noch ein paar kleine Änderungen hier. Da seht ihr, wie eng es ist. Das werde ich noch ein bisschen verfeinern. Ansonsten haben wir hier Platz geschaffen. Kühlersystem. Das sieht aus, wenn ihr euch die Biegung des Ladeluftkühlers anguckt, als ob das für 123er gemacht ist. Ne? Ich glaube, das haben die schon so geplant. Die wussten genau, was irgendwann mal kommt. Da kommt irgend so ein Depp und der meint, er muss in so einem 123er einen Kompressormotor reinmachen. Ja komm, dann passen wir die Biegung schon mal ein bisschen an. Finde ich gut, dass Mercedes so mitgedacht hat, dass es immer auch man Autos modellisieren kann. Wir haben jetzt hier alle ein bisschen was angepasst. Aluminiumflexen ist nicht ganz so geil, aber wir können alles, aber auch wirklich alles von unserem CLK übernehmen. Platz geschaffen, originalen Halterung, das originale Halterungsrohr, wo jetzt der Luftmassmengenmesser drin sitzt, nee, Luftmassmesser, das sitzt so. Und dann, wenn wir das hier alles reingesteckt haben, sitzt das alles wie original. Das ist wirklich heftig. Und wir haben die originalen Teile verwendet. Wir brauchen nichts bauen. Ich behaupte, bei der TÜV-Abnahme wird es da auch nichts zu meckern geben, weil die Leute sagen, Mensch, das ist ja alles mit originalen Halterungen, so wie sie es gehört, mit originalen Schläuchen. Alles wie Serie. Und wenn man Teile demnächst bestellt, ist gut. Kannst du einfach sagen, ich fahre einen W208 230 Kompressor. Dafür brauche ich den unteren Schlauch, die Halterung, den oberen Schlauch. Und dann baut ihr da euren 123er ein. Also ich finde fast, es wirkt gerade wie ein Tutorial, ne? Ein bisschen. Also ich sag euch, das läuft besser, als ich es mir gedacht hätte. Und ich sehe es jetzt schon schreiben. Die Leute schreiben jetzt wieder, Julian, ja, das ist ja nichts Besonderes. Mhm. Ist es auch nicht. Aber wir nehmen euch halt trotzdem mit. Das ist jetzt, wir bauen hier kein 12-Zylinder ein zum Beispiel. Weil ich bin mir ziemlich sicher, den kriegen wir da nicht so einfach rein. Ich finde aber trotzdem, dass es was Besonderes ist. Natürlich ist das was Besonderes. Jeder, der das nicht feiert, weiß ich nicht, der hat ein Problem. Der hatte Probleme. Wir feiern ja auch diesen Content hier. Und das kann wahrscheinlich eigentlich jeder, wie es immer so schön heißt, außer wir. Das ist ja das Lustige. Aber wir machen uns das hier als selber schön mit dem Selbstmachbuch und so. Und da klappt das auch alles. Was jetzt noch geil gekommen wäre, hier sitzt ja normalerweise der Klimakompressor. Aber da habe ich mich auch mit beschäftigt und habe geguckt, wenn du den Wärmetauscher vom 123er Klima brauchst, die Schaltereinheiten und sowas, das geht dann in die Kosten, wo ich sage, naja, Klima wäre geil gewesen, aber es spricht nichts dagegen, die immer noch mal nachzurüsten, dass man das anders mal macht. Erstmal möchte ich, dass der Motor drin ist, alles eingetragen nachher ist und bin auf die Fahrwerte, Fahrleistung gespannt. Das ist ja mal richtig geil. So, übrigens wollen wir euch das System einmal komplett montiert zeigen. Also hier sind die originalen Rohre, Schläuche. Es ist alles so, wie es original gehört, zusammen. Da sitzt der originale Schlauch, der unten zum Ladeluftkühler geht. Das ist der originale Luftfilter. So, jetzt haben wir hier die originale, wie nennt sich das? Lüfterzarge. Ne? Lüfterzarge. Wir kennen die schon. So rum gehört die. Weil da ist der Ausschnitt für Wasser. Genau. Und hier ist der Ausschnitt für Wasser. Also wenn die jetzt noch passt, dann bin ich ja versprachlos.
Das wäre heftig. Das wäre wirklich heftig. Ja, da passt jetzt die Ladeverwahrung nicht. So, die könnten wir ja ein bisschen aussteigen. Hier müssten wir den Sensor müssten wir umdrehen auf die andere Seite. Aber diese Lüfterzarge ist natürlich auch relativ wichtig, weil der Lüfter dann die Luft ja auch wirklich ansaugt. Stimmt, ist günstig. Ja. Das ist unfassbar, wie gut das funktioniert. Ein Problem sehe ich noch ein bisschen. Wir müssen von dem Anschluss da unten, von diesem Anschluss hier, an diesen Anschluss dran. Und das wird eng. Ja, ich weiß gar nicht, wie es beim CLK war, wo der Originalschlauch ist. Stopp, der CLK war, hatte hier den Wasseranschluss. Ja, weil das Rohr passt. Da. Genau, das war das. Da so drin. Richtig. Das ist der originale CLK-Wasserschlauch, den der Patrick da jetzt einbaut. Und da ging es natürlich hier dann an den Kühler. In dem Falle müssten wir dann halt irgendwas da runterbauen. Aber da sehe ich jetzt so die Problematik auch nicht. Der Lüfter passt nämlich, macht man den Lüfter drauf. Das ist nämlich überhaupt kein Problem, weil wir dachten, das würde hier vielleicht stören. Aber ich behaupte, der sitzt sogar von der Länge der Zarge her perfekt. Und hier ist natürlich Platz, weil der Lüfter mit dem Rohr hier, das ist ja original. Also ich sage euch, das ist die Original. Ich habe jetzt gerade schon einen neuen Wasserkühler bestellt. Ich habe einen neuen Ladeluftkühler bestellt, dass wir das alles in neu haben. Aber jetzt zum Anpassen ist das mehr als perfekt gelaufen. Jetzt noch ein bisschen Wasserschläuche fummeln und dann haben wir hier vorne rum die Luft- und Wasserversorgung erledigt. Kraftstoff müssen wir noch machen. Das sind unsere Kraftstoffleitungen, die vom Auto kommen sind, korrekt? Richtig. Guck mal hier, wenn ich jetzt gerade gucke, ne? Das kannst du fast 1:1 so anschrauben. Das glaube ich ja nicht. Hier sind die originalen Verschraubpunkte. Die können wir uns ein bisschen anders legen und dann können wir die originalen Punkte hier nehmen. Wir können das verschrauben. Selbst der hier, das ist ja unser Unterdruckding. Selbst das würde hier passen. Ich glaube, der vom CLK ist sogar noch ein Stück kürzer. Der hat einen anderen Bogen. Dann können wir den sogar verwenden. Das ist schon geil. Thema Schaltung. Da hat der Julian auch schon ein bisschen geguckt. Und ja, das funktioniert leider nicht ganz. Nimm mal die Kamera, zeig mal, was du da meinst. Einfach. Hast du da auch? So, Moment, das mal hier die Lampe an. Ja, genau. So, also der ganze Spaß passt zwar hier rein, aber wenn man von oben von der Verschraubung hier runter guckt, hier ist das Befestigungsloch und in der Karosserie ist er ungefähr 2 cm weiter drüben. Problem ist jetzt hier, ich habe hier ja diesen Nupsi da und der stößt aber jetzt schon an der Verkleidung hier an. Also sprich, ich müsste die Verkleidung hier großflächig aussparen, damit ich hier überhaupt so weit rüberkomme. Aber das wollen wir ja natürlich nicht. Deswegen ja, werden wir da schauen. Aber was wir machen können wir das mit einer Schraube fixieren? Leider nicht, nee. Also da müsste ich schon aussparen, damit okay. Du überhaupt fixieren kannst. Aber was wir machen können, wir sehen ja jetzt, wo der Pin runterkommt und können einmal gucken, ob das Gestänge vom Getriebe zum Schaltpin ungefähr die Länge ergibt. Ne? Das könnten wir tun. Boah, das wäre heftig. Weißt du, wo auf Anhieb die Stangen liegen? Die sollten, glaube ich, im Kofferraum sein. Gib mir mal die Kamera. Weil dann heben wir das gleich gemeinsam einmal hoch. Und wir wissen ja jetzt schon, was wir noch auf unserer Bestellliste haben. Also ich muss jetzt gleich noch Stoßdämpfer Hinterachse habe ich gerade geholt, weil wir die Niveauregulierung ausgebaut haben. Ich möchte sie nicht haben. Viele sagen, das hätte ich drin gelassen. Hätte Fahrradkette. So, Ladeluftkühler, Wasserkühler habe ich bestellt. Schläuche brauchen wir keine. Wir brauchen auf jeden Fall dann alles, was Kardanwelle betrifft, Schaltgestänge. Und das gucken wir uns jetzt mal eben alles an. Das Thema Kabelbaum und Gasgestänge und so ist auch kein Problem, weil der Raphael hat einen Halter angefertigt, zum Beispiel für diesen E-Gashalter. Das wird er uns alles noch mitbringen. Ich glaube, der Raphael wird verwundert sein. Ich habe ihn noch nicht einmal angerufen. Ich schicke ihm jetzt gleich ein Bild. Und dann wird er schon sagen, oh weia, das geht aber schneller als gedacht. Also das sehen wir auch selber so, dass das echt gut funktioniert. Und das Ganze sieht von hier auch mit den alten Teilen echt gut aus. Das ist hier jetzt so alles lose, ist ja nichts hier ordentlich fest. Und ich sage euch, wenn wir das nachher an Halterung gemacht haben, hier das Blech vorsitzt, die Gitter vorsitzen, seht ihr da gar nichts mehr von. Dann ist das wie original. So, jetzt haben wir das Thema Schaltung. Hier sind unsere Gangeinleger, nenne ich es mal vorsichtig. Oh, ich sehe gerade, da oben ist es aber sehr eng, ne? Schauen wir hier. Wir müssten mit unserer Verschraubung, haben wir ja gesagt, noch 2 cm weiter in diese Richtung. Also es würde schon gar nicht gehen, weil wir hier am Kardantunnel schon angehen. Ja, und ich sehe auch noch was, wenn wir das Getriebe nachher ausrichten. Das Getriebe ist jetzt schon zu hoch, weil, das sieht man jetzt ganz schlecht, der obere Hebel liegt jetzt schon oben an.
Das heißt, wir müssten mit dem Getriebe auf jeden Fall ein kleines Stück runter. Ja. Aber guck mal von der Länge her nur grob, ob wir die Dinger nachher kürzen müssten. Das ist ganz links. Das müsste das hier sein. Hier sind wir ungefähr da beim Drehpunkt. Ich bin in neutral drin. Und der ist das hier, oder? Das ist der, soweit ich das im Kopf habe. Genau. Oder der könnte es sein, ne? Ja, müsste eigentlich der sein, weil das ist der längste. Der hier ist in der Mitte. Okay, dann heißt das auf jeden Fall, dass wir das ein bisschen verlängern müssen. Genau. Da werden wir wahrscheinlich Stangen anfertigen müssen. Das ist ja kürzer. Okay. Genau. Wir haben einen kürzeren Weg. Oder es kann natürlich sein, dass die von einem 123er oder 124er, sagte Raphael, könnte auch passen, ganz andere Stänge haben, dass die schon weiter nach vorne rücken. Wir müssen also die Stangen jetzt besorgen vom 123er, 124er, die Schaltkulisse samt aller Schrauben, Muttern etc. Und die Kardanwelle brauchen wir auch, weil die sollte ja eigentlich passen, weil der Motor sitzt auf den originalen Haltern, die ihr seht. Die sind mittlerweile, doch haben wir ja schon neu gehabt. Deshalb gehe ich von aus, dass das Getriebe dann auch an seiner korrekten Position sitzen sollte. Da müsste die Kardanwelle vom Fünfgangschalter eigentlich passen. Dieses Blech müssen wir noch aufschreiben. Also wir haben noch so einige Teile jetzt zu bestellen. Wir kommen nämlich jetzt definitiv nicht mehr weiter, weil uns einfach Teile fehlen. Ja. Lange Rede, kurzer Pin. Ich würde sagen, das war's in diesem Video. Wir bestellen jetzt weiter wieder Teile, dass wir euch wieder mitnehmen können, wenn es weitergeht mit Getriebe anpassen, Kardanwelle anpassen, Schaltung anpassen etc. Das alles seht ihr beim nächsten Video. Bis dahin würde ich sagen, ciao.